Wie werde ich reich und glücklich? Ist eine Kabarett-Revue von 1930 von Mischa Spoljanski. Als wir uns mit dem Material, was es noch gibt von dieser Revue, beschäftigt haben, haben wir herausgefunden, dass sie direkt im Entstehungsjahr auch verfilmt worden ist. Wir haben dann recherchiert. Was wir allerdings nicht gefunden haben, ist der Film selbst. Der ist verschollen. Die einzige Quelle, die wir gefunden haben, ist das Bundesfilmarchiv. Dort liegt in einer Dose das Negativ und das kann aber nicht geöffnet werden, da die Nitrocellulose hoch brennbar ist und eventuell explodieren könnte. Und wir haben die Hoffnung, dass wir durch eine Rekonstruktion des Filmes vielleicht die Beantwortung, wie man zu Reichtum und Glück kommt, finden können. Wir müssen jedes Bild, was in diesem Film vorkommt, tatsächlich herstellen auf der Bühne und versuchen, so originalgetreu wie möglich einen 1930er Musikfilm wieder auf der Bühne live vor den Augen des Publikums entstehen zu lassen. Das Frühstück und die Post! Was sagst du? Das Frühstück und die Post! Schatz, ich kann keinen Ton verstehen! Ich sage das Frühstück und die Post! Bitte? Wir von Kommando Himmelfahrt, die wir das ja als Team erarbeiten, beschäftigen uns immer schon mit Utopien. Und die Frage nach dem individuellen Reichtum und Glück ist natürlich eine, die auch fast eine utopische Frage ist. Und dieser doch ernsten Frage, die uns alle beschäftigt, dann doch auch auf eine humoristische Art nachzugehen, aber trotzdem ernsthaft danach zu suchen, wie könnte so etwas funktionieren, das hat uns gereizt. Es geht um die historische Rekonstruktion eines Filmes. Und was Sie hier machen, das ist die reinste Willkür. Außerdem ist wie werde ich reich und glücklich eindeutig ironisch gemeint. Das müsste eigentlich heißen, wie bleibe ich arm und unglücklich. Ja, so ist das heißt. Natürlich ist das ironisch gemeint, aber es gibt immer auch solche und solche. Nein, Herr Dr. Postberg, entschuldigen Sie bitte, aber ich meine, es kann nicht sein, dass Sie hier diesen ganzen Abend Ihre Erinnerung anpassen. Sie machen hier aus einer harmlosen Komödie ein Weltanschauungsdrama. Das Mischa Spoljanski ist ein Komponist, der damals in der Kabarett- und Revue-Welt Berlins sehr erfolgreich war. Und das Faszinierende für heute ist, dass er ohne Problem zwischen allen Stilen hin und her springen konnte. Also es gab bei ihm eigentlich keine Trennung zwischen U- und E-Musik, wie wir das heute kennen. Diese Musik wechselt von Jazz zum Schlager, dann plötzlich wieder ganz schneller Schnitt in fast eine Klassik-Parodie. Diese Lebendigkeit und Lebhaftigkeit, die ist wirklich faszinierend. Da erregt man sich, da überlegt man sich und man knobelt sich lösen aus. Wenn wir unsere Kommando Himmelfahrtsproduktion machen, gibt es meistens den Punkt in der Arbeit oder in der Aufführung selbst, der so ein herausgelöster Moment ist, wo die Zeit angehalten ist, wo man etwas wie Glück in dem gemeinsamen Tun empfindet. Der andere Aspekt ist auch ein musikalischer. Die Musik gibt eben genau diesen Raum, der einen entheben kann aus der Realität und in der eine andere Welt denkbar ist. Da liegt dann auch der utopische Ansatz, ist Glück möglich? Wir können es synthetisch in Teilen herstellen. In der Realität ist es sicherlich jedem selbst anheimgestellt, daran zu arbeiten.